Ja, schön, dass ihr wieder da seid bei einer weiteren Folge Game Dev Tycoon. Bevor wir weitermachen, muss ich mich leider bei allen entschuldigen. Die letzten Aufnahmen sind leider fehlgeschlagen und somit sind wir ein wenig weiter in der Zukunft. Um es kurz zu fassen, ich wäre fast dreimal pleite gegangen und habe dann aber ein Remake von einem alten Spiel, was gut lief, verkauft und bin jetzt dementsprechend auch ein wenig weiter. Und ich habe gehofft, dass die Spielstände noch da sind und ich nicht von vorne anfangen muss. Gab also doch noch mehr Probleme. Ich musste auch meinen PC neu machen, aber anscheinend sind die Daten nicht auf meinem PC gewesen. Halt doch waren auf meinem PC, sonst wäre ich jetzt nicht am Anfang. Mist. Fange ich einfach mal von vorne an. Wäre auch irgendwo fies, wenn ich einfach weiter vorne einsteigen würde. Die Lücke wäre einfach zu groß gewesen, um sie irgendwie zu füllen. Nehmen wir doch einfach mal. Passt alles irgendwie nicht so. Oh, nehmen wir einfach das. Ich habe das leider alles schon durch. Es tut mir leid. Ich war schon wesentlich weiter, wie ihr ja alle wisst. Aber leider alles weg. Ich hatte ja schon einige Millionen durch die Fortsetzung alter Spiele gemacht. So zwei, drei Stück. Und ich hätte eigentlich keine Kosten offen gehabt. Ich habe mir alles leisten können und das war ja gerade das Schöne. Ich hatte alle Topics fertig, alles drum und dran und dann sowas. Naja, probier es einfach nur von vorne. Kann ja nicht schaden. Aber das erste Spiel. Wie ihr wisst, bin ich namensschwach. Dann muss mir erstmal wieder was einfallen. Das ist jetzt wieder doof. Fange ich da einfach nochmal wieder mit einem. Einem Racing-Spiel an. Ach ja, ich habe ja alle Topics nicht mehr. Ich war bis hier unten alles fertig. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Also fangen wir einfach nochmal von vorne an, oder? Gucken wir dann nochmal nach Topics. Space, Sport, Military, Medieval. Mal Military. Action. Nehmen wir für den PC ist billiger. Ja, wieder gleich mal die 2D-Grafik. Wie ihr wisst, ich stehe auf schöne Grafik in Spielen. Ah, Game Dev Tycoon hat jetzt nicht die tolle Ultra-Grafik, aber es erfüllt ihren Zweck für das Spiel und das gefällt mir zudem auch. Story ist weg. Gameplay. Engine. Das hatte ich alles schon durch. Schießspiel. Genau. Darf ich dich erschießen? Warum willst du mich erschießen? Ich weiß nicht. Ist mein Auftrag. Ihr seid böse. Wer sagt denn, dass ich böse bin? Du hast Menschen um Unschuldige umgebracht. Naja.
Irgendwie sowas. Wegen Dialoge. Sollen doch die Startnummer ihren Grund finden. So. Passt das schon. Ich gehe ja hier auch teilweise davon aus, ne, dass man bei Erschießt sie gegen nichtmenschliche Feinde spielt. Sei es Roboter, sei es Aliens, Rille. Vollkommen egal. World Design mache ich mal nicht ganz so viel, aber die Grafik. Sounds können auch ein bisschen drin sein. Basic Sounds, 3D-Grafik. Jo. Ja, ich warte erstmal noch, bis die Bugs raus sind. Sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus hier mit 11 und 13. Für den Start. Ah, sicher. Great Combo. Blub, 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 blub. Jupp. Mal sehen, wie viel das einbringt. Nicht mit meinen Punkten mein neues Topic freischalten könnte. Natürlich. Ihr kennt mich, Racing. Ich spiele auch gerne Racing-Spiele, deswegen veröffentliche ich hier auch immer gerne mal welche. Veröffentliche, meine ich. Jo, die ersten Bewertungen scheint aber nicht so knöll zu sein. Ja, eine durchschnittliche Bewertung, oder? Leicht besser. Damit gebe ich mich zufrieden. 5,5. .000 in den Charts, gleich mit dem ersten Spiel. Das ist doch... Ich habe Fans. Also man lernt doch aus seinen... Racing, schön. Wenn ich ja erstmal das Racing ausschöpfen. Ich hatte das in meinem letzten Let's Play schon. Quark. Doch. Speed. Car. Geschwindigkeitsauto. Nehme ich doch gleich mal Racing. Simulation will ich noch nicht machen, mache ich bei dem ersten 3D. Nehme ich auch ein Action. Und auch wieder für den PC. Weil halt billiger. Ich will erstmal Credits sammeln. Textbasiert, nein, natürlich 2D-Grafik. Das hat sich schon gut verkauft. So. Engine würde ich sagen nicht so hoch. Gameplay. Story auch nicht. Engine. Weil es doch keine Simulation ist. Deswegen Gameplay hoch. Das ist ein Action Racing. Meiner Ansicht nach. Vielleicht habe ich es jetzt auch vertauscht. Vielleicht hätte Engine hochgemüsst. Aber ich glaube Gameplay ist das Wichtige. Dialog lassen wir doch gleich mal so. Es verkauft sich sehr gut. 10.000 Mal. Jo. Gute Resonanz hier. Das kann man eigentlich auch schon wieder so lassen. Weil ich noch ein bisschen die Grafik hochbringe. So. Aber es läuft hier gerade nicht ganz so gut. Letztens besser, oder? Oh, erstmal die ganzen Bugs raus. 11.470 Stück. Fürs erste Spiel finde ich das super. Aber hier Design und Technologie sind weniger als wie beim letzten.